Bei den Higgs-Teilchen war es genauso. Schon Monate im Voraus kündigte sich die sensationelle Entdeckung an, durch erste schwache Trends in den Daten. Und auch jetzt befinden sich die Forschungsteams am CERN nahe Genf wieder in so einer Phase des Bangens und Hoffens, denn es gibt immer mehr Hinweise auf ein neues, spektakuläres Teilchen. Die entsprechenden Daten stammen vom LHCb. Das ist eines der vier großen Experimente am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider, LHC. Alles über die neue Spur eines unbekannten Teilchens jetzt hier bei Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Und wieder einmal herzlichen Dank für diesen spannenden Themenvorschlag aus eurer WhatsApp-Community. Das LHCb-Experiment am Teilchenbeschleuniger LHC nahe Genf ist spezialisiert auf die Beobachtung von seltenen Teilchenzerfällen. Das B hinter LHC steht übrigens für Beauty, also LHCb, Large Hadron Collider Beauty. Der entsprechende Detektor des Experiments ist auf den Nachweis der sogenannten B-Mesonen, die zur Klasse der Hadronen gehören und eine negative Elementarladung haben, getrimmt. Denn diese enthalten die Beauty-Quarks, die untersucht werden sollen. Im Standardmodell der Teilchenphysik bilden Quarks die elementaren Bestandteile, aus denen Protonen und Neutronen aufgebaut sind. Das Besondere an den Beauty-Hadronen ist, dass sie bis zu 2 cm weit im Detektor fliegen, ehe sie in weitere Teilchen zerfallen. Im LHCb-Detektor finden in jeder Sekunde 10 Millionen Proton-Proton-Kollisionen statt. Eine Aufzeichnung dieser zahlreichen Ereignisse auf so einen Datenträger ist nicht möglich, denn das gibt der Speicherplatz einfach nicht her. Und so wird in Echtzeit entschieden, welches Ereignis interessant ist. Das übernimmt ein sogenanntes Triggersystem, das durch 2 Filterschritte herausfinden kann, ob ein Ereignis ein Beauty-Hadron enthält und das analysiert werden sollte. Konkret ist der LHCb-Detektor ein Vorwärtsspektrometer. Auf 20 Metern entlang des Stahlrohres sind seine Subdetektoren aufgebaut. Seine Komponenten befinden sich nicht zwiebelartig um den Kollisionspunkt herum, sondern sind auf der einen Seite des Wechselwirkungspunktes um das Stahlrohr angeordnet, und zwar kegelförmig. Am Kollisionspunkt befindet sich der erste Subdetektor vom LHCb, die anderen folgen auf einer Länge von 20 Metern. Neben seiner Länge von 21 Metern ist der Detektor 13 Meter breit und 10 Meter hoch. An dem Experiment sind knapp 1200 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 16 Ländern beteiligt, unter anderem aus 3 Institutionen aus Deutschland. Im Großen und Ganzen geht es hier um große Fragen der Physik und des Lebens, um Materie und Antimaterie. Unser Universum besteht ja hauptsächlich aus Materie, doch wie kann das sein? Schließlich gehen wir davon aus, dass eigentlich beim Urknall Antimaterie und Materie in derselben Menge erzeugt worden sein müsste. Aber ist nicht so. Jetzt wurden jedenfalls einige Datensätze durch das LHCb-Experiment gewonnen, die auf spektakuläre Erkenntnisse hoffen lassen. Denn als die Forschungsteams den Zerfall der Hadronen untersucht hatten, gab es Abweichungen zum Standardmodell. Und das bildet die Säulen für die gesamte Teilchenphysik. Schon jetzt gibt es vage Vermutungen, was hinter den Abweichungen stecken könnte. Ist es vielleicht endlich die Existenz der Leptoquarks, die man damit nachweisen kann? In der Theorie wurden sie schon in den 80er Jahren vorhergesagt, doch bis heute konnte man sie in der Praxis nicht nachweisen. Falls das geschehen würde, wäre dies eine Revolution in der Physik. Leptoquarks sollen nämlich Quarks, also die Atomkerne der Materie, in Leptonen, also leichte Teilchen, umwandeln können. Elektronen gehören beispielsweise zu den Leptonen, genau wie das Myon und das Tau-Teilchen. Doch solch eine Umwandlung von Quarks in Leptonen ist nach dem Standardmodell eigentlich gar nicht möglich. Bisher gibt es einfach keine Verbindung zwischen Quarks und Leptonen. Eine neue Physik müsste dann also her. Ihr seht also, wie spektakulär das Ganze ist. Und tatsächlich würde der Beweis des bisher noch nicht entdeckten Leptoquarks eine große ungeklärte Frage beantworten. Warum ist der Wert der negativen Ladung eines Elektrons genauso groß wie die positive elektrische Ladung eines Protons, das aus 3 Quarks besteht? Endlich würde man dann durch die Entdeckung der Leptoquarks auch ein Stück weit die so lang erwünschte Supersymmetrie, kurz SUSY, untermauern können. Die Theorie, dass es zu jedem Teilchen ein zweites, ja, symmetrisches Teilchen gibt und sie ineinander umwandelbar sind. Doch nicht alle Forschungsteams sind optimistisch, dass die Entdeckung des Leptoquarks durch das LHCb-Experiment kurz bevorsteht. Denn die Abweichungen in den Daten könnten auch andere Dinge ans Tageslicht bringen. Beispielsweise die Entdeckung eines Bosons, das eine neue physikalische Kraft vermittelt. Wirken würde sie vor allem auf Tauonen, weniger auf Myonen oder kaum oder gar nicht auf Elektronen. Der Name des Bosons steht übrigens jetzt schon fest. Z
Aber auch das wäre ein Sensationsfund. Wenn ihr diesen Fund, also ein Fund eines der beiden Teilchens, nicht verpassen wollt und unser Video dazu, dann abonniert auf jeden Fall auch den englischen Kanal. Dafür einfach hier klicken, denn manchmal kommen auch da Videos zuerst. Und darunter geht es weiter mit Sensation at the CERN. A portal to a new kind of physics has been opened. Ich freue mich, wenn wir uns auch auf dem englischen Klicksum-Kanal wiedersehen. Stay tuned. See you soon.